Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Ich hänge noch eine Reaction dran, habe ich mich gerade dazu entschlossen, weil gerade war ich so in dem Flow drin und da ich eine lange Pause hinter mir habe, dachte ich, gebe ich euch gleich noch mehr Material, was ihr euch demnächst anschauen könnt. Wie ihr wisst, habe ich ja bereits auf die beiden Großprojekt-Videos, sage ich mal, von Vivsi Pop reagiert, nämlich unter anderem Hairspin Hotel und Helluva Boss. Und vor ein paar Wochen, vielleicht auch so knapp ein, zwei Monaten ist es ja, ich weiß nicht mehr genau, hatte mich der gute Schnecko Schneck oder Schnicko Schneck, irgendwie so ähnlich hieß er, glaube ich. Ich glaube, Schnecko Schneck hieß er aber, darauf hingewiesen, es gebe doch ein Musikvideo zu Hairspin Hotel von, beziehungsweise über von Hairspin Hotel von Vivsi Pop, das den Titel trägt Addict. Und das wäre doch auch sicherlich eine Reaction wert. Und da ich ja auch großen Spaß hatte an Hairspin Hotel, denke ich mal, ist das durchaus einen Blick wert, auch wenn ich das öfteren schon immer gesagt habe, Songs sehe ich kritisch für Reactions. Das ist auch nach wie vor so. Ich weiß auch noch nicht, ob es diese Reaction auf YouTube schaffen wird. Mal gucken. Ich gebe aber mein Bestes, aber trotzdem, wenn ihr ein Musikvideo habt, schickt es ruhig trotzdem erstmal. Gebt mir die Empfehlung ruhig erstmal mit. Ich kann immer noch dann für mich entscheiden, ob es passt oder nicht. Aber für gewöhnlich würde ich dann wahrscheinlich sagen, nein. Bei dem hier ist es jetzt ein bisschen anders, weil, wie gesagt, Hairspin Hotel ist sehr speziell. Und da denke ich mal schon, dass es da vielleicht doch einen Blick wert ist. Noch bevor ich das anfange, wollte ich auch noch hinzufügen, ich habe ja auch mitbekommen, dass das Team um Vivsi Pop ja inzwischen einen Sender gefunden hat, wo Hairspin Hotel zukünftig auch laufen soll. Habe aber auch mitbekommen, dass das Ganze auf sehr viel negatives Feedback im Netz gestoßen ist. Und ich habe einfach nur gesagt, was soll das? Also warum muss denn das so negativ aufgefasst werden? Also nur, sage ich mal, weil Hairspin anders ist vom Humor her und einfach auch wirklich keine Gefangenen nimmt und alles und jeden auf die Schippe nimmt und auch, sag ich mal, bösen Humor an den Tag legt, muss es doch nicht gleich schlecht sein. Im Gegenteil, ich finde das gut, dass man mal was anderes macht, weil in gewisser Weise finde ich den Markt inzwischen einfach zu konservativ. Weil jeder hat so gewisse Dinge, wo er sagt, dass jetzt muss auch mal eine Grenze sein, da gehen wir nicht drüber hinaus. Hairspin Hotel macht das genau nicht. Hairspin setzt neue Grenzen. Und ich finde das auch gut, weil man muss nicht immer das Gleiche machen. Man kann auch mal was Neues machen. Und das tut Hairspin Hotel. Deswegen finde ich das auch, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben, da so negativ darauf zu reagieren. Persönliche Meinung musste mal kurz jetzt mit angebracht werden, aber das soll jetzt der ganzen Stimmung keinen Abrieb tun. Deswegen würde ich einfach sagen, legen wir los mit dem Musikvideo Addict. So, Hairspin Hotel, Addict Musikvideo, ich starte das Video jetzt. This video contains graphic language, adult content, ja. Aha, scheint von Angel Dust gesungen zu werden. Jo. Till death do us part. But we're already past that phase. This is a brand new start. And I think I deserve some praise for the way that I am. Despite having overdosed and ending up comatose, I don't give a damn. I've let my emotions go. Fuck being a sober hoe. This is the mantra. This is my life. You're playing with now till the end of the night. Surrounded by fire, the passion ignites. A hidden in heaven and hell are out of the heart. I'm addicted to the madness. This hotel is my Atlantis. We're forever gonna have a fucking reason to sin. Let me leave my soul to burn and I'll be breathing it in. I'm addicted to the feeling. Irgendwie kommt mir ein bisschen der Gedanke, dass bei dem Musikvideo auch die
Sicht der Dinge auf das ganze Projekt von der Schöpferin zum Vorschein kommt. Ich denke, für die ist das auch ein richtig fettes Herzensprojekt. Diese Bomben, ey. Also was ich definitiv mal festhalten muss, ist, dass die Gesangsstimmen sehr schön sind. Schön eng, richtig so. Warum denn nach einem Song oder einem Konzert die Instrumente zerstören? Man kann doch deine ganzen Veranstaltungsorte in die Luft jagen. Richtig so. Ganz schön viele Leute, die da dran sitzen. Wow. Es ist für so ein YouTube-Projekt wirklich beeindruckend. I'm addicted to the sorrow. When the buzz ends by tomorrow, there's another rush of poison flowing into my veins, giving me a dose of pleasure that resides by the pain. I'm addicted, I'm dependent, looking awesome, feeling helpless. And I know I'm raising Cain by every highway in hell. Maybe things won't be so terrible inside this hotel. Vivian Medrano. Wow! Also, es ist ein bisschen schwer für mich, das einzuordnen. Ich habe während der Reaction schon gesagt, der Song spiegelt für mich so ein bisschen das wider, was bei Vivian Medrano, genau, die Schöpferin von Haspin Hotel, so ein bisschen. Also so wirkt das auf mich. Sie verpackt in dem Song das, was momentan so für sie eigentlich in der Hinsicht abgeht, weil es ist ein Herzensprojekt, sie ist süchtig danach und sie will wahrscheinlich, sie will auch das einfach hinaustragen. Und ich denke auch, dass diese, was waren das, ne? Ich glaube so Zuhälter oder sowas ähnliches halt eben, der Angel, dass das so die ganze Zeit so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Das wirkt so ein bisschen wahrscheinlich wie die Zwangsjacke, die sie möglicherweise angelegt bekommen hätte von anderen
die da sie finanziert hätte. Irgendwas. Vielleicht spinne ich mir jetzt auch ein total da zusammen. Auf mich wirkt das halt so, dass so die Lage, die sich dahinter stellt, es ist ja auch ein ziemlich anstrengender Schaffensprozess gewesen, so wie ich die Tragiker da verstanden habe, dass das Ganze auch nicht so einfach gewesen ist. Und ich denke mal, das soll so ein bisschen die Zwangsjacke symbolisieren, die sie da halt angezogen bekommen hat. Aber auf mich hatte das jetzt eine sehr emotionale Wirkung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, ich finde, das war jetzt gar nicht so übertrieben heftig dargestellt jetzt. Selbst die Explosionen jetzt, die da die ganze Zeit waren, haben mich jetzt irgendwie völlig kalt gelassen, sondern der Song wirkt richtig emotional und das ist richtig gut irgendwie dadurch. Und ich habe auch schon während der Rechnung gesagt, die Gesangsstimmen sind sehr schön, auch wenn, sag ich mal, dieser Roboter-Sound bei Angel Dust, ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, wenn man beim Singen so eine Art robotermäßigen oder so einen metallischen Klang einbaut. Das war hier noch okay, aber ich, ehrlich gesagt, mag ich das gar nicht so sehr. Wenn jemand mit so einer Stimme redet, finde ich das wiederum richtig geil. Wie zum Beispiel bei Saints Row 3, wenn sich daran noch einer erinnert, Simus, der hatte ja auch so eine Stimme. Deswegen, das fand ich richtig gut, aber wenn einer so mit sowas singt, nee, das ist dann, das finde ich dann wieder nervig. Egal. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Also ich bin echt mal gespannt, was sich aus diesem Projekt noch entwickelt. Hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Und könnte auch, sage ich mal, noch einige begeisternde Zuschauer gewinnen. Und ich hoffe, sage ich mal, auch, dass dieser negative Wind, der da in dem Internet zu hören ist dazu, dass der auch mal irgendwann abklingt, weil ganz ehrlich, ich finde das nicht fair, dass man dem Ganzen so mit Abneigung gegenübersteht, weil die machen sich eine Riesenmühe, die dahinter stehen. Ich habe ja gerade eben schon nochmal gesagt, es ist Wahnsinn, wie viele da dran sitzen und dabei ist es, wie gesagt, halt nur ein YouTube-Projekt. Das nur ist jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen gestellt, weil etwas als YouTube-Projekt zu bezeichnen, kann man auch nicht mehr heute als mit einem Nur unterlegen, weil das ist auch was anderes, als es früher mal war. Aber es ist halt immer noch was anderes, ob du es auch auf YouTube bringst oder wirklich über die ganz breite Masse, über die großen Bildschirme flackern lässt. Das ist schon noch ein Unterschied. Und ich wünsche einfach auch dem Team um Vivzi Pop und um Vivien Medrano, Gott, da sind die Namen, welche wahrscheinlich gleich wieder vergessen haben. Ich wünsche denen, dass die noch weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt haben und auch sehr viele damit erreichen können. Gut, das wär's von meiner Seite zu dieser Reaction. Ich bedanke mich für die Empfehlung. Da sieht man auch mal, es gibt tatsächlich auch Songs, die, sag ich mal, wieder ein bisschen besser als Reaction funktionieren. Und in dem Fall war es wirklich eine Ausnahme. Und ich hoffe, sag ich mal, dass ich mich vielleicht irgendwann mal dazu durchringen kann, noch zu weiteren Songs eine Reaction zu machen. Muss man mal gucken. Für die Reaction war es das. Ich verabschiede mich. Ich bin der D-Spyro und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Ciao!